Behandlung mit Botulinumtoxin in dieser richtigen Dosierung. Bei der Schweißbildung und oder Schweißhemmung mit der DEO-Behandlung ist es so, dass die Schweißproduktion ja erfolgt, aber die Sekretion hier nicht durchgeführt wird, sodass die Schweißperlen in den Schweißdrüsen gehemmt bleiben. Bei der Botulinumtoxinbehandlung ist es so, dass die Schweißproduktion erst gar nicht erst beginnt, sodass auch hier eine sehr saubere und natürliche Art stattfindet. Natürlich hat man bis 8 bis 10% Schweißbildung immer noch, aber das lässt sich, denke ich, gut tolerieren.